Jetzt das DKB-Tor des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Der Februar brachte endlich den Rückrundenstart und eine riesige Auswahl von phänomenalen Toren. Schade, dass wir euch nur 6 davon zeigen können. Dafür aber die absoluten Topwürfe. Den Anfang macht Juan Andreu Candao. Der Kreisläufer aus Hannover erkämpft sich den Ball und bringt ihn im Rückwärtsfallen blind im Tor unter. Good job! Patrick Grötzky lief zuletzt öfter mit dem Adler auf der Brust auf. Beim All-Star-Game war der Rechtsaußen in bester Spiellaune und beförderte diesen Gegenstoßpass von Silvio Heinevetter per spektakulärem Rückhandcamper ins Tor. Darüber muss er selber schmunzeln. Auch Roman Bečvar geht mit einem Camper ins Rennen. Der Tscheche des HC Empor Rostock stiehlt sich hinter der Abwehr vorbei, taucht erst nach dem Absprung wieder auf und schleudert das Ding quer in der Luft liegend ins Tor. No-Look-Abschlüsse lagen im Februar wohl im Trend. Wie Christian Liebert vom Bezirksligisten ETSV Offenburg den reinmacht, fragen wir uns auch noch. Fakt ist, dieser Rückhandwurf muss in unsere Auswahl. Schnörkellos, ansatzlos, gnadenlos. Uwe Gensheimer knallt Matthias Andersson aus vollem Lauf einen Strahl in den Kasten, bei dem einem das Tornetz leid tun kann. Eiskalt. Robert Weber immer und immer wieder. Beim All-Star-Game packte er gemeinsam mit Göppingens Marcel Schiller diesen Camper durch die Beine aus. Bei dem Mann macht das Zuschauen einfach Spaß. Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de/hbl und erhalte dein Lieblingsvereinstrikot als Direktprämie.